Daniel Frank, es waren schwierige Tage, also isoliert, in Quarantäne kann man fast sagen, ohne Training, ohne nichts. Und jetzt ist die Mannschaft endlich fast bereit, auf den Eis zu gehen. Mit welchen Sensationen, mit welchen Erwartungen? Ich glaube, heuer war mal ein bisschen eine andere Vorbereitung wie sonst. Heuer war es extrem schwer, eben im Hotel zu bleiben und isoliert bleiben, aber wir haben probiert, allem positiv zu sein, allem ein bisschen ein Workout im Zimmer machen, einfach mental auch da zu sein, ist einfach, glaube ich, das Wichtigste und positiv sein. Und ja, jetzt sind wir da und wir freuen uns voll drauf, endlich loszulegen. Es werden viele, viele Spieler fehlen wegen Covid, auch der Trainer Greg Ireland. Was kann man von dieser Mannschaft erwarten? Ja, ich glaube, bei uns fallen sicher viele Spieler, das hat jeder gesehen, glaube ich, auch, und der Trainer auch. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass der Nächste, was dann noch reinhupft, einfach pronto ist und alles gibt. Und ich glaube, mehr kann man nicht verlangen. Du und auch andere Spieler werden sicher eine andere Rolle in der Mannschaft haben, eine stärkere Rolle. Seid ihr bereit? Ja, auf jeden Fall. Also, logisch, wir müssen ein bisschen die Leader sein. Es sind viele Spieler dabei, die nie eine WM gespielt haben. Ich glaube, da müssen wir nur einfach tot sein und eben gerade in der Zeit, wo man im Hotelzimmer ist, einfach positiv bleiben und alles geben auf dem Eis.